Es ist ein Einsatz an vielen Fronten. Unten liegt die Stadt La Linea, in Spanien berühmt-berüchtigt für den Drogenhandel. Und in der Meeresenge von Gibraltar patrouilliert die Guardia Civil, denn hier wird die heiße Ware in Schnellbooten von Marokko nach Spanien gebracht. Bei den turbulenten Verfolgungsjagden werden die Grenzschützer von den hochgerüsteten Schmuggelbooten oft locker abgehängt. Auch an Land können die Beamten nicht überall gleichzeitig sein. Die lange Küste ist das ideale Einfallstor für Tonnen von Haschisch aus Marokko. Eine Nachtsichtkamera zeigt, wie die Schnellboote anlegen und die Ware in Jeeps umgeladen wird. In den letzten Monaten ist der Schmuggel deutlich mehr und aggressiver geworden. Wir bemerken einen Sittenverfall. Der Respekt vor den Behörden schwindet. Die Drogenhändler glauben anscheinend, dass sie ungestraft davonkommen. Im Keller zeigt uns der Kommissar das konfiszierte Haschisch einer einzigen Nacht. 30 Kilo haben in Spanien den Wert von gut 40.000 Euro. Im Norden Europas verdreifachen sich nochmal die Preise. Ein lukratives Geschäft. Manchmal können Schnellboote beschlagnahmt werden. Ausgerüstet mit 4 Motoren erreichen sie bis zu 120 Kilometer. Für Polizeiboote auf hoher See meist uneinholbar. Im Schatten von Gibraltar liegt La Linea, trist wirkt der Ort und heruntergekommen. Mit 30% Arbeitslosigkeit, traurige Spitze in Spanien. Einer der wenigen Bürger, die dem Treiben der Drogenbanden nicht mehr zusehen wollen, ist Paco Mena. Vor dem Krankenhaus erzählt er, wie hier ein verletzter Drogendealer behandelt wurde, bewacht von 2 Polizisten. Doch 20 Kumpane mit Baseballschlägern befreiten in kurzer Hand. Szenen wie in Lateinamerika. Der Staat hat in einigen Teilen der Stadt die Kontrolle verloren, vor allem dort, wo schon immer geschmuggelt wurde. Die Behörden müssen mit aller Entschiedenheit vorgehen, sonst könnten wir in eine Lage geraten, die nicht mehr umkehrbar ist. Die Maßnahmen der Behörden wirken manchmal hilflos. Weil Drogenkuriere einen Fluss so häufig als Transportroute benutzten, wurde das Gewässer mit einer Barriere verschlossen. Hier geht nichts mehr. Doch die wirkliche Gefahr droht wo ganz anders. Es ist die Armut in La Linea. Deswegen betreiben die Bürgervereinigungen auch Suppenküchen in der Stadt, Lebensmittel gegen die größte Not. Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen hat in La Linea sagenhafte 80% erreicht. Und deshalb etabliert sich in einigen Vierteln der Drogenhandel als Lebensform. Der Mangel an Perspektiven ist ein gefährlicher Nährboden. Und deswegen sehen nicht wenige im Schmuggel von Drogen oder Zigaretten eine Möglichkeit, der Misere zu entkommen. Mit Razzien geht die Polizei immer wieder gegen die Banden vor. Fast 800 Personen wurden im vergangenen Jahr allein in La Linea verhaftet, 150 Tonnen Haschisch und 12 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wir treffen in einem Hotel einen Jugendlichen, der wie so viele andere als Drogenkurier tausende Euros im Monat verdient. Ich warte im Auto am Strand, lade die Ware ein und bringe sie an einen sicheren Ort. Mit dem Verdienst kann ich meine Familie gut ernähren. Ein 18-Jähriger, der ganz unten in solchen Organisationen arbeitet, verdient 3.000 Euro im Monat. Da kann kein normaler Betrieb mithalten. Und deswegen brauchen wir ein Bündel an Maßnahmen, Investitionen in Arbeit und Ausbildung. In La Linea verläuft die erste Drogenfront Europas. Alles, was hier anlandet, gelangt später in den Norden des Kontinents. Auch deswegen sollte sich Europa mehr darum kümmern, was hier geschieht, das sagen uns viele. Die Bürgervereinigung von Paco Mena fordert zum Beispiel, dass keine Schnellboote mehr zugelassen werden dürfen. Bei weitergehenden Lösungen, etwa der Legalisierung von Drogen, ist man skeptisch.
Wenn man etwa Haschisch legalisieren würde, dann müsste man das in ganz Europa tun. Geschehe das nur in Spanien, würde das den Drogenhandel nicht beenden. Das Haschisch, das hier geschmuggelt wird, ist für ganz Europa. Es ist ein ungleicher Kampf. Der Polizei fehlt es vor allem an Personal. Den Drogenbanden dagegen geht der Nachwuchs nie aus. In manchen Vierteln werden die Beamten mit Steinen beworfen. Der Schmuggel mit der Hanfpflanze ist nicht so harmlos, wie vielleicht manche meinen. Marokko ist der größte Haschischproduzent weltweit und das kriminelle Netzwerk reicht von Nordafrika weit über Spanien hinaus. Auch deswegen sollte sich Europa mehr um dieses Problem kümmern. Es ist ein Einsatz an vielen Fronten.